Willkommen zu einer weiteren Runde Strategic Command World War II War in Europe gegen Mr. West. Und wir schauen uns, was er gemacht hat. Ich denke mal, die Runde wird recht kurz sein. Weil der Alliierten-Spieler aktuell, glaube ich, nicht allzu viel zu tun hat. Vielleicht mit der Marine, unsere U-Boote und so weiter. Ich glaube, das ist aktuell sein Aktivposten. Er bringt seinen Flieger weg. Eieiei. Jetzt hat er hier natürlich hier Zugriff auf unser U-Boot. Die Einheit verbessert, glaube ich. Er hat noch keine Infanteriewaffen, wenn ich das richtig sehe. Ich habe mich informiert, was den Angriff oder was der Angriff auf Holland angeht. Werden wir verschieben. Den werden wir verschieben, weil aus dem einfachen Grunde, wenn ich Holland den Krieg erkläre, ist Belgien oder erklärt mir Belgien eine Runde später den Krieg. Und das können wir aktuell noch nicht gebrauchen. Deswegen behalten wir oder deswegen bleibt das erstmal so. Die haben alle schon Infanteriewaffen, ne? Ja. Der ist auch schon auch Infanteriewaffen, gut. Müssen unsere Armeen einmal kurz abchecken. Mobilität. Unsere Armeen haben alle schon Infanteriewaffen. Wir haben 253. Von dem könnten wir uns natürlich jetzt, ich glaube, einen Panzer kaufen. Für 250. Eine weitere Panzereinheit, die in 5 Monaten fertig wäre. Das heißt, die wäre dann Januar, Februar, März, April, im Mai wäre sie fertig. Ankunft 28. Mai. Was ist mit dem Fallschirmspringer? Die werden auch am 28. Mai fertig. Mit Infanteriewaffen zusammen. Ein Panzer müsste ich weiterentwickeln, der ist ja wieder zu teuer. Nicht so schön. Wie war das nochmal mit der Liste? Den kriege ich im Januar. Den kriege ich im Januar, die kriege ich im März, April, im März. Ja, das passt zeitlich nicht mit dem vierten Panzer. Wir werden mit den Einheiten, die wir aktuell haben, den Angriff fahren. Und nicht mehr machen. Ja. In Italien 171, das sollten wir vielleicht in Forschung stecken. Wir könnten auch Corps ausbilden, aber brauchen wir das wirklich? Ich glaube nicht. Marinebomber wären interessant, um so ein bisschen die Seehoheit in der im Mittelmeer zu erlangen. Mit Marinebombern sind wir da, glaube ich, das wäre gar nicht mal so schlecht. Wir werden aber wahrscheinlich bei den Italienern mal mit Forschung arbeiten. So, wir hätten Industrieforschung. Infanteriewaffen können wir nicht forschen. Das ist halt ärgerlich. Oder wir warten noch eine weitere Runde mit den Italienern, um halt Infanteriewaffen zu forschen. Wie viel kriegen wir denn pro Runde? Ich glaube 69 war das, ne? Die wir pro Runde kriegen. Also nächste Runde könnten wir Infanteriewaffen forschen oder wir sagen, jo, Industrie, let's go. Und haben nochmal 50 Punkte übrig. Finde ich aktuell schwierig, muss ich sagen. Finde ich wirklich schwierig. Industrietechnologie, wobei die Italiener führen, da, die spielen eh nicht so eine große Rolle erstmal. Die sind dann vielleicht später auf dem Balkan wichtig und so weiter, da haben wir eh mehr Zeit. Ich würde sagen, wir stecken hier nochmal Punkte rein. Und die restlichen Punkte, ja, können wir eigentlich dann in unsere Armeen stecken. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich den Panzer hinschiebe. Ob ich den Panzer hier unten an die Front schiebe oder ob ich den Panzer hier hinschieben möchte als Unterstützung. Weil 3 Armeen sollten meiner Ansicht nach wohl ausreichen, um Tobruk zu verteidigen. Und den Panzer würde ich dann ganz gerne hier hinstellen, wobei er hier ein Versorgungsproblem bekriegt ohne General. Ja, also wir können hier unten erst in die Offensive gehen, wenn wir wirklich einen General haben, also den da oben wahrscheinlich runtergebracht haben. Ansonsten... Ja, dann müssen die eh aufleveln. Wenn ich jetzt warte, habe ich nächste Runde 100. Was kann ich mit 100
machen, kann ich irgendwas mit 100 forschen. Panzerabwehrwaffen kann ich forschen. Luftkrieg könnte ich forschen. Infanteriekrieg wäre auch wichtig zu forschen, ehrlich gesagt. Logistik könnte ich nächste Runde einen Punkt reinsetzen. Ja, oder wir sparen die Punkte wieder, um halt Infanteriekriegsführung oder Infanteriewaffen zu forschen. Na, wir sollten die Punkte sparen, glaube ich. Italien braucht eh noch ein bisschen, bis wir da im Krieg sind. Mit Deutschland 253. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt jetzt nochmal Punkte investieren sollten. Ich glaube eher, dass wir unsere Flieger aufleveln. Kann ich die eigentlich auch schon upgraden? Erdkampfwaffen kann ich den geben. Brauche ich den Entschanzung? Jagdflugzeuge, Luftabwehr. Ressourcen erhöht, Luftabwehr. Panzer hier. Mhm. Was kostet das denn? 30 MPP Marinewaffen. 45. 30 MPP für Erdkampfwaffen. Puh. Was kann ich denn noch kaufen, was passend zum Angriff fertig werden würde? Das wäre zum Ende April fertig. Das würde auch nicht reichen. Der wäre, wenn ich Kors holen würde, die wären ready. Rechtzeitig ready. Aber brauchen wir die? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir sollten jetzt die Zeit nutzen, um unsere Flieger aufzupäppeln. Das ist schon teuer genug. 100 geht drauf. 100, ja, 130 geht dafür drauf. Habe ich noch 120 übrig. Für die 120, die sollte ich dann vielleicht in Infanteriewaffen stecken, für meine Einheiten hier. Wir könnten ihn upgraden, das ist wichtig auf jeden Fall. Mobilität ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Ist auch sauteuer, glaube ich, ne? Ja, Mobilität ist turboteuer. Also ihn leveln wir sowieso auf. Ihn müssen wir auch aufleveln. Bessere Panzer. Verlieren aber keine Erfahrung dadurch, ne? So. Die besseren Panzer haben wir jetzt. Jetzt leveln wir eben kurz unsere Flieger auf hier, dass die wieder healthy sind. So, 73 bleibt über. Mit den 73 kann ich noch dreimal Infanteriewaffen pushen. Das sind bei den beiden. Würde ich das auf jeden Fall machen. Upgraden Core. Da, Infanteriewaffe. Hops, das wollte ich eigentlich gar nicht bewegen, aber gut. Kann ich ihn auch nicht mehr upgraden. Na, klasse. Wir hätten noch keine Infanteriewaffen von euch. Nur er hier hinten, ne? Und er hier vorne. Die bewegen wir mal alle. Guck, ihn gibt es ja auch noch da unten. Er hat keine Infanteriewaffen, den können wir noch mal pushen dann. Beweg dich mal so dahin. Upgraden, Infanteriewaffen. So. Haben wir sonst noch was? Da könnten wir Erdkampfwaffen jetzt noch mal upgraden. Ja, machen wir mal. Damit haben wir unsere Truppen eigentlich auf dem neuesten Stand. Ja, Holland. Wie machen wir das mit Holland? Wir brauchen eigentlich in Holland einen Panzer, der hier durchrückt, um Den Haag einzunehmen nach der ersten Runde. Aber ich würde ganz gerne auch meine drei Panzer für Belgien bereithalten. Das heißt, wir müssen das irgendwie anders hinkriegen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich Armeen oder ein Korps. Ja, eher eine Armee, die mehr Bewegung mitbringt. Aber reicht Vierer, reicht ein Viererbewegung? 1, 2, 3, 4. Aber man muss über den Fluss drüber. Ich weiß nicht, ob das die Armee hinkriegt. Schwierig. Sturzkampfbomber. Die würde ich ganz gerne hier hinpacken.
Die Sturzkampfbomber bräuchte ich wahrscheinlich für Holland. Ja, oder wir nehmen Holland in zwei Runden ein. Das wäre natürlich auch möglich. So viel Schaden können die uns gar nicht anrichten. Das heißt aber, dass wir... Ja, wir müssen die Panzer, wir müssen mit dem Panzer über Brüssel drüber fahren. So, also die Panzer müssen Belgien schlagen und damit wir direkt schnell Richtung Nord, also Richtung Dünkirchen kommen. Und die Holländer werden halt in zwei Runden geschlagen. Das heißt, ich würde meine Flieger auch alle erstmal dahin stellen, dass ich die hier zur Verfügung habe. Den Jagdflieger setze ich nachher noch hier hin, glaube ich. Ja, und die gesamte Infanterie, die von hier oben kommt, die, ja. Das dauert jetzt noch ein, zwei Runden, bis die alle da sind, ne? Das heißt im Endeffekt, wir haben jetzt Ende Dezember, wir brauchen noch drei Runden, bis alle richtig stehen. Und ja, dann haben wir es eigentlich. Hier haben wir noch einige, die keine Infanteriewaffen haben. Die würde ich ganz gerne noch austauschen. Das heißt, dass wir hier noch die Leute ranrücken müssen. Er hat hier 1, 2, 3, 4, 5 Armeen stehen. Ich weiß nicht, ob er eine Offensive starten wird, eine Gegenoffensive starten wird. Das wäre höchst interessant, würde ich sagen. Das kann ich ihn nicht rausnehmen. Die Flieger. Ja, passt soweit. Egal, was mit den Generälen. Ein Headquarter kriegen wir aber auch noch, glaube ich, ne? Kaufen, Produktion. Aber erst im September 40. Da ist der Krieg gegen Frankreich hoffentlich schon vorbei. Wobei wir, also, so, wobei die Deutschen mit einem dreijährigen Krieg gegen Frankreich gerechnet haben. Ne? Gut, dann sind wir damit erstmal fertig. Bei den Italienern können wir auch nicht viel machen. Wir können so ein bisschen die Schiffe eigentlich noch verschieben von mir aus, aber ich möchte eigentlich, ja, ich müsste eigentlich die Schiffe auf Vordermann kriegen. Das dauert aber alles eh noch ein paar Runden, bis wir soweit sind. Ihn bringe ich mal hier unten aus dem Sturm raus. Tja, wo fahren wir hin mit dir? Versuchen, das U-Boot mal in Sicherheit zu bringen. Welche Linie ist das hier nochmal? Ist das die Irak-Linie? Nein, das ist nicht die Irak-Linie, oder? Das hier ist die Irak-Linie, wenn ich mich nicht täusche, oder? Wie habe ich das letzte Mal denn gesehen, dass das die Irak-Linie ist? Irgendwann wurde es mir doch angezeigt. Mit dem U-Boot? Nee, ne? So, bringen wir die U-Boote mal dahin. Haben wir kein U-Boot hier oben an der Linie dran, ne? Habe ich noch irgendwo Schiffe? Da ist ein Fragezeichen. Da sind meine 1, 2, 3, 4 U-Boote. Das U-Boot möchte ich irgendwann wieder an den Atlantik, an die Atlantiklinie haben. Die beiden wechseln sich wieder ab. Also einer springt wieder rüber, er springt gleich da rüber. Dann sind wir zu zweit hier. Ich glaube, dass er hier unten keine Schiffe hat. Ja, und dann wechseln wir uns immer wieder ab, ne? Sodass wir möglichst in Bewegung bleiben. Haben wir irgendwas vergessen zu bewegen? Ich glaube nicht. Dann war es das erstmal wieder. Gut, können wir die Runde beenden. Ich hoffe, dass ich meine MPP einigermaßen ordentlich einsetze. Naja. Frankreich setzt die industrielle Mobilisierung fort. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne? Die UdSSR verstärkt ihre Militärproduktion. Why? Frankreich bildet eine Einheit von Pionieren, um die eigene Festung zu verbessern. Oh, das ist auch blöd. Das heißt, wir müssen da auch ein bisschen ranhauen. Deutsche Fallschirmjäger werden in Hamburg aufgestellt. Ey, klasse, da sind sie. Dann, mit denen können wir dann theoretisch auch dann den Angriff starten. Die Republik Irland verhaftet hunderte IRA-Aktivisten. Interessant. 188. 200 MPP haben wir in der nächsten Runde nur. Schweden. Gibt uns keinen. Hat er angefangen, Schweden diplomatisch zu bearbeiten? Der Frechdachs. Das ist natürlich auch interessant. Schweden gibt uns keine Unterstützung mehr. Das ist blöd. Da müssen wir vielleicht auch noch gegensteuern. Schauen wir mal.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ja, haut rein. Ciao.